Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Potions Permit. In der letzten Folge haben wir sehr viele Quests dazu bekommen, haben ein paar erledigt, sind bei ein paar noch dran. Es ist so ein bisschen hin und her gewesen und wir haben einen neuen Notfall reinbekommen am Tag. Es ist der Meier, dem helfen wir natürlich. Ich habe ein seltsames Gefühl, rechter Fuß, linke Handfläche. Rechter Fuß ist ja in dem Fall dann links, da müssen wir eine Diagnose erstellen. Der Doktor guckt sich das an. Und wir müssen, genau, es ist heute Sonntag, wir müssen mit dem Ottmar reden. Ottmar Fischer. Dem sprechen wir noch. Hoffentlich, wenn das Event da getriggert wird. Wenn nicht, ist es ein bisschen verbuggt. Keine Ahnung. Dann läuft das Event leider ab oder so. Ich weiß nicht, was dann passiert. So, dann haben wir die linke Handfläche, da gucken wir auch mal eben nach. Neutrale Kräutersalbe, da haben wir nichts da, da brauchen wir zweimal eine neutrale Kräutersalbe. Da werden wir doch mal eben hier in unsere Apotheke huschen und was zusammenmischen. Neutrale Körpersalbe. Rezept habe ich sogar schon da, aber ich erstelle mal ein neues, weil wir haben nicht sehr viele Zutaten von dieser Liste dort. Vielleicht nicht das Geilste, das so rumzumachen. Wovon? Oh, die sind ganz cool, die Sachen hier mit den Dreiecken. Naja, wisst schon. Mach mal das hier einmal. Dann mach ich. Ja, was mache ich denn? Hier kann ich einmal machen. Da kommen wir aber wieder das Gleiche hinaus, dass wir da so wenig von haben. Ich will eher von Dingen, die wir, wo wir ein bisschen mehr von haben. Gut, ich kann jetzt natürlich sagen, ich nehme jetzt hiervon eins, ich nehme davon eins und ich nehme davon eins. Dann haben wir, ja, komm, brauen wir. Füge ich zum Rezept hinzu. Rezept hinzufügen, habe ich gemacht. Und gehen wir jetzt auf Rezept und machen das jetzt hier einfach mal viermal. Zack. Haben wieder ein bisschen auf Tash. Alles ist gut dann. Müssen wir uns ja erstmal nicht so zwingend die Gedanken machen, das nächste Mal wieder was zu besorgen. Könnten auch was verkaufen, aber will ich jetzt gerade nicht meine Hauptaugenmerk drauflegen. Meier! Hier, Herr Meier, wir haben was für Sie. Eine Kräutersalbe, also Balsam und hier nochmal Kräuterbalsam. Ja, da ist er happy. Behandlung abgeschlossen, Zufriedenheit ist super. Hervorragende Arbeit, Extrem, ich fühle mich jetzt viel besser. 390 Geld. Xton X 1900 begleitet mich nun. Vielen lieben Dank. Dankeschön, danke. Ich habe mich gerade erschrocken. Aber ja, wir machen das Ganze immer im Livestream. Vielen lieben Dank. Und wir gehen jetzt. Wir haben jetzt die Behandlung abgeschlossen. Den Saft. Ja, der Saft. Da fehlt jetzt so ein bisschen Goldnuggets. Fehlen jetzt noch zwei. Ja, wir hängen jetzt so ein bisschen auf der Stelle. Aber ich brauche auch noch Kohle. Wir können vielleicht schon das erste gleich machen. Die erste Aufwärme. Aber geht nicht sonntags. Ich weiß nicht, ob der Handwerker dann offen hat. Ist auch nicht so wichtig. Oh, liebe Einwohner Mundburg Café, ja. An alle Kunden des Badehaus Weidenbach. Weidenbad. Ich entschuldige mich für meinen mangelhaften Service in letzter Zeit. Wenn ihr euch beschweren möchtet, könnt ihr mich zu Hause erreichen. Bitte gebt nicht Olive an der Leitung des Badehauses Weidenbad die Schuld. Denn es ist ganz allein mein Fehler, Cassandra. Von montags bis Sonntag 9 Uhr bis 18 Uhr können wir sogar heute auch erleben, wenn es geht. An Extreme, ich habe eine Frage zu Pflanzen und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Ich hoffe, du kannst mich bei mir zu Hause besuchen, wenn du Zeit hast. Marielle. Okay, auch montags bis Sonntag 7 Uhr. Marielle, da machen wir mal sonntags. Ist es jetzt? Das Rad des Wagens ist kaputt.
Dann müssen wir die Pakete jetzt wohl selbst tragen. Könnt ihr beide das nicht übernehmen? Die sind ganz schön schwer. Könnt ihr jemanden um Hilfe bitten? Oh nee, ich habe doch gar keine Zeit jetzt. Ich halte das nicht für eine gute Idee. Die Leute haben mit ihren eigenen Problemen zu tun. Eben, ich habe gerade richtig viele Probleme. Das sind nicht mal meine, das sind ja auch eure. Wiederum. Von den Bewohnern. Ach, da kommt der dumme Depp vom Dienst, der wieder alles machen darf. Hey, Extreme! Wir haben ein Problem und zwar können wir unsere ganzen Pakete nicht tragen. Deswegen musst du sie jetzt tragen. Könntet ihr uns mal mit euren Muskeln aushelfen? Wer ihr? Was? Kein Alchemie, die kann genügend Kraft haben, um hier zu helfen. Voller Wut und Hass. Ein Trank, der unsere Kraft vorübergehend steigert? Ja, so ein Obelix-Trank. Wirklich? Mhm. Wenn das wirklich stimmt, gib Derek den Trank, sobald er fertig gebraut ist. Ich habe keine Zeit. Wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt bin ich hier irgendwo unten beim... Heute zum Marielle. Und wir haben eine Aufgabe. Erstmal wirst du gestreichelt. Und jetzt gehen wir mal zu Marielle. Aber die sagt ja, die ist ja zu Hause, ne? Montag bis Sonntag um die Zeit. Müsste ja jetzt eigentlich zu Hause sein. Ja, Hundi geht auch runter. Ich würde jetzt gerne mal so ein paar Sachen abklappern, also mal erledigt haben, aber es kommt immer was Neues dazu. Hallo Extreme. Wie geht's? Jupp. Oh, wo du gerade hier bist, kann ich dich etwas fragen? Hast du auf deinen Ausflügen in der Umgebung mal eine Frostblüte gesehen? Ach, das ist aber schade. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Pflanze für meinen Garten. Und kürzlich habe ich ein Buch gelesen, in dem einige interessante Dinge über heimische Blumen standen. Komm, ich zeige es dir. Bei dieser Unordnung, ich blicke nicht durch. Hier, schau mal, Extreme, das ist die Blume, die ich meine. Sie heißt Frostblüte. In dem Buch steht, dass sie in den Gegenden von Mondburg wachsen. Mondburg wachsen soll, mein Gott. Das Buch sieht aus wie eine Sammlung alter Schriften über Mondburgs Geschichte. Oh, tatsächlich, du hast recht. Es stammt aus der Sammlung meines Mannes. Dann gibt es sicher schon lange keine Frostblüten mehr. Und du konntest sie natürlich auch nicht gesehen haben. Du glaubst, man kann diese Blumen vielleicht zurückbringen? Das wäre wundervoll. In dem Buch steht, dass die Blume auf dem schimmernden Eisberg wächst. Ja, da wollte ich ja eigentlich hin. Ich drücke dir die Daumen, dass du bald gute Nachrichten für mich hast. Viel Glück, Extreme. Ja, die wollen alle was von mir. Müssen wir sowieso nochmal gucken. Ich habe die anderen Sachen vergessen. Der Ottmar will heute auch noch. Es ist so viel. Wir können ja mit den Leuten hier mal reden. Kurz die Zufriedenheit, dass wir Freundschaft hochmachen. Aber hier ist ja direkt nochmal ein Brett, da kann ich nochmal schauen. Ottmar war ja klar, der war ab 16 Uhr. Ja, 16 Uhr, Montag bis Sonntag. Montag bis Sonntag ist auch Cassandra um 9 Uhr im... Entschuldigung, könnt ihr mich in mein Haus treffen? Dann Cassandra, da ist er. Such sie mal bitte.
So, Osmans Haus. Ich möchte mich beschweren wegen dem Badehaus. Bin wütend. Keiner kommt, nur wir kommen und beschweren uns. Rein. Extreme, kann ich dir bei irgendetwas helfen? Oh, du bist vorbeigekommen, um zu sehen, wie ich zurechtkomme. Danke. Nö, eigentlich wegen der Beschwerde. Weißt du, ich bekomme immer wieder Panikattacken. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Würdest du mir vielleicht einen Trank brauen, der dagegen hilft? Ich hoffe, das ist nicht zu viel verlangt, Extreme. Wollen alle irgendwie einen Trank haben? Weil ist ja eigentlich ganz gut, aber ich, ja. Ich glaube, ich komme heute nicht mehr groß rum. Ich mache jetzt mal ein paar Tränke hier. Der Hund hat auch Hunger. Heute ist so ein bisschen viele in der Stadt zu erledigen. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben die letzten Tage ja viel gelootet. Auch wenn ich die Eisregion natürlich noch weiter erkunden wollen würde. So, Klingentonikum. Eine Substanz, die kurzzeitig die Kraft erhöht. Wenn die Wirkung nachlässt, wird man ein wenig müde. Ui, das ist aber nicht schlecht. Wie mache ich das denn am schlauesten? Ich weiß, es gibt diese neuen jetzt hier. Die könnte ich natürlich mal da einbauen, weil die recht viel damit ausfüllen. Ich will aber auch nicht direkt unsere guten Sachen hier verballern, wenn ich ehrlich bin. Mache ich mal so. Nur um das jetzt mal herzustellen. Klingentonikum. Ordentlicher Alchemie-Genie-Errungenschaft. Okay. Entspannende Besänftiger. Oh, ich wollte noch vorlesen. Ein Trank mit einem Kräuterduft, der den Geist beruhigen kann. Dann beruhigen wir mal den Geist. Wir dürfen nur blaue und grüne Zutaten verwenden. Der grüne ist ja easy. Machen wir hier unten dann. Blau meine ich, können wir das dahin machen. Hier wird es ein bisschen. Nee, die Rose. Ich will halt, wie gesagt, nicht die guten Sachen verwenden. Machen wir das mal so. Und dann Zweier. Naja, geil ist jetzt nicht, ne? Egal. Entspannender Besänftiger. Haben wir das auch fertig? Dann Goldnuggets finden, südlichen schimmernden Eisberg, Klingentonikum. Ah, so viele Aufgaben. Derek, dann suchen wir mal Derek. Hundi, such mal bitte den Derek für mich. Ach, da oben ist doch hier ein Halt. Ich wollte eh mal mit dir reden, ja. Ach so, ist ja jetzt ihre Aufgabe, okay. Dann haben wir das jetzt erledigt. Ist der Trank fertig? Ich glaube, ich werde sofort davon trinken. Beruhig dich erstmal. Puh. Ich spüre schon, wie ich entspanne. Schlafmittel untergeschoben, K.O.-Tropfen. Panikattacken sind wirklich unangenehm, vor allem, weil sie so unerwartet kommen. Hä? Mein Mann? Nein, er weiß nichts davon. Er hat so viel um die Ohren mit seiner Arbeit, ich möchte ihn nicht beunruhigen. Naja, was die schlaue Art ist. Jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe. Außerdem sollte man es doch nicht für sich behalten. Aber wir sind bei ihr jetzt gestiegen. Das ist schon mal sehr gut. Und die? Jetzt suchen wir mal den Derek. Wir erledigen jetzt hier ein paar Aufgaben, ne? Ah, hi. Da wir schon mal hier sind, kurz mal quatschen. Auch bei ihm sind wir jetzt bei der nächsten Stufe. Also es hagelt jetzt viele Aufgaben. Hier sind wir auch schon ein bisschen gestiegen. Ja, mit den Bewohnern läuft so langsam. So, wir reden jetzt erstmal, Derek. Und sind wir da auch wieder auf der nächsten Stufe.
Und hier ist das Klingentonikum. Also ist das der Trank, von dem du gesprochen hast? Probieren wir ihn aus, ob er funktioniert. Ah, ich war gerade bei der Schmiede. Das wäre gut gewesen, wenn ich dann nochmal... Wenn ich Südivine sagt, dann sollte ich das hier jetzt hochheben können. Bist du sicher, dass du das ganz alleine tragen kannst? Finden wir jetzt heraus. Au, du hast wirklich jedes einzelne Paket ganz alleine getragen. Siehst du? Ich habe dir doch gesagt, dass ich stark bin. Deswegen salutiere ich auch die ganze Zeit, weil mein Arm kann sich gar nicht mehr anders verhalten. Der Trank von X7 hat wirklich funktioniert. Es ist nur vorübergehend, richtig? Glaub schon. Wirklich? Extremes Trank hat dich stärker gemacht. Ich glaube, für die Hilfe ist ein Dankeschön angebracht. Und Geld. Ja, danke für den Trank. Er hat wirklich geholfen. Vielleicht kannst du mir ja irgendwann noch welche davon machen, damit ich es mit meinem Bruder aufnehmen kann. Der Muskelverstärker. Aufgabe abgeschlossen. Ja, das Geld ist immer so ein bisschen dürftig bei diesen Missionen, aber ja, gut. So, 16 Uhr, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt können wir vielleicht erstmal arbeiten gehen und dann können wir nochmal ins Schneegebiet. Da wird die Aufgabe erledigt. Ja, das Geld strömt so langsam in unsere Kassen wieder rein. Wunderbar. Wie wir zuletzt wieder alles für die Bewohner hier ausgegeben haben. Meinst du mehr Vertrauen bei Ottmar haben vielleicht? Na gut, wir testen das dann eh erst aus, wenn wir dann soweit sind. Aber, so, ich würde jetzt ganz gerne hier nochmal ein bisschen weitermachen wollen. Aber wollten wir hier nach unten gehen, um da mal zu schauen. Kloppen wir den mal weg und dann kloppen wir das hier weg. So. Dann wollten wir hier mal runtergehen. Das ist schon wieder ein Maulwurf. Ein Riesenbaum. Da haben wir nochmal neue Blumen, die wir noch nicht kennen. Hier rechts ist nochmal ein Stein. Wir brauchen ja noch die Nuggets. Ups. Und wir brauchen genau den süß schmeckenden Duft. Also, ja, brauchen noch vieles. Goldnugget nochmal. Noch ein mehr, das wäre schön. Ein Hund in Ruhe. Ich glaube, es hackt. Überall hier wirst du ja rund um die Uhr angegriffen. Hören wir hier mal ein bisschen auf. Wäre doch cool, wenn wir ins Badehaus gehen könnten, aber ich weiß nicht, ob das sonntags offen hat. Ich weiß nicht, an welchem Tag das zu hatte. Ich kann mir diese ganzen Öffnungstage nie merken. Aber wie gesagt, zu Ottmar müssen wir auf jeden Fall, so oder so. Wenn nicht, müssen wir sein Vertrauen hochmachen. Aber solange die Ausdauer hält, wir haben ja bis 22 Uhr, glaube ich, Zeit. Kriegen wir vielleicht noch was fertig hier. Vielleicht nochmal ein Goldnugget. Ja, nice. Tatsächlich. Können wir dann auch erledigen. Eine Ringblume.
Ja gut, Holz und Stein haben wir jetzt echt wieder gut ranbekommen. Hier in dem Gebiet findet man echt viel. Muss ich jetzt wirklich mal zugute halten und wieder was zum Lesen. Experiment am schimmernden Eisberg, Tag 42. Nach einer Woche der Grabungsarbeit haben wir entdeckt, dass sich im Boden dieser Gegend eine seltsame Substanz befindet. Sie sorgt dafür, dass die Eisspitzen stabil bleiben und wirkt sich negativ auf junge Keimlinge aus. Das würde erklären, warum die verbleibenden Pflanzen kleiner gewachsen sind, als die, die Menschen in Erinnerung haben. Wenn ich doch bloß die Substanz aus dem Boden entfernen könnte, dann gäbe es endlich eine nachhaltige Umgebung für diese Blumen. Vielleicht könnten wir dann sogar die lästigen Eisspitzen entfernen. Das ist eine große Entdeckung. Ich würde wirklich gerne feiern und mit Oswald etwas trinken gehen. Aber es ist ein gewaltiger Schneesturm aufgezogen. Eigentlich wütet dieser Schneesturm schon seit Tagen. Es gibt auch Gerüchte, dass eine Lawine abgegangen sein soll. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. Ach, Hundi gräbt da wieder was aus. Oh, was ist das? Ein Trüffel? Oder was ist das? Oder ein Schinkenstück? Trüffel. Ja, tatsächlich ein Trüffel. Nein! Wir müssen eben was... Ich will nochmal den Rest hier eben machen. Der Rest hier muss noch eben weg. Dann können wir ja los. Das war's jetzt. Gut, dann schnell zu Oswald. Ne, zu Ottmar. Oswald. Es ist wieder soweit. Und er ist nicht da. Eano. Mhm. Die mag ich ja so sehr. Ottmar. Also entweder ist es bei ihm verbuggt oder wir sind halt noch nicht gut genug bei ihm. Ich mach das mal hoch. Sicherheitshalber. Und dann gucken wir mal gleich. Ich gebe jetzt erstmal... Ich weiß nicht, ob das direkt triggert, wenn er da hingeht oder... Er geht ja jetzt ganz woanders hin. Ich blick da nicht durch, keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal in die City und dann sollen wir mal zu Opalherz gehen. Hundi? Nein, Hundi? Wir brauchen Opalherz. Dann haben wir diese Quest nämlich schon mal erledigt. Das würde ich sehr gut finden. Können wir mit ihr reden und dann können wir jetzt die Aufgabe abgeben. Puh. Hast du alles, was wir brauchen? Super, dann fangen wir doch gleich an. Bist du soweit? Ja, es kann losgehen. Gute Arbeit, Runenherz. Damit können wir noch viel bessere Dinge herstellen, wie ich versprochen hatte. Komm einfach vorbei, wenn du etwas verbessert haben möchtest. Ja, will ich. Schmiedeverbesserung 1. Nice. Und. Ja. Also, cool, ne? Aber teuer. Ja, ist ein bisschen teuer. 2000, also 2000er Preise pro hier so eine Aufwertung außer Leben. Ist halt schon happig. Cool, aber trotzdem. Geld. Geld, Geld, Geld. Wir brauchen Geld. Guck mal, was wir vielleicht herstellen können an Tränken und wieder was verkaufen können. Es ist halt einfach, wir brauchen Kohle. 150, 200. 20, 225. Hier von denen könnten wir doch so ein paar herstellen, ne? Zack. Da haben wir jetzt nicht so viele Zutaten für. Da machen wir mal davon was. Da können wir dann mal 4 machen. Und dann vielleicht noch zweimal hier.
Haben wir da so ein paar Rezepte schon mal von verballert? 225. Wir können ja mal hier schauen, was habe ich denn da? Da habe ich gar keine Rezepte gespeichert. Ist auch ein blödes Rezept. Chilisalbe ist ja für die Dingens gewesen, die die ganze Zeit krank ist, aber ist uns egal. Wir geben das hier mal ab. Gibt immerhin ein bisschen Kohle, so steigern wir das auch. Kann man nebenbei mal ab und zu machen, aber ist halt immer von den Ressourcen her sehr teuer doch. Durchschmeckender Saft haben wir dann beim nächsten Mal auch zusammen. Das können wir dann auch bald machen. Also die Aufgaben, ja, sind immer noch groß, aber es werden auch ein paar weniger, auch wenn wir ständig welche dazu kriegen. Aber das und mehr machen wir dann erst in der nächsten Folge, für euch dann in der nächsten Aufnahmesession. Jetzt mal schlafen, damit es speichert. Vertrauen gesunken, weil wir. Guten Morgen, ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ja, das haben wir schon mal. Er wurde zum Arzt, die Hanna. Ich hoffe, das passiert nicht noch einmal. Aber haben wir ja extra gemacht. Wir wollten ja nicht, dass die behandelt wird. Ja. 10 Stück dürfen wir nicht behandeln. Ist auch eine Errungenschaft. Und können wir bei den Leuten machen, die immer frech zu uns sind. Aber wie gesagt, das und mehr machen wir dann erst in der nächsten Folge, der nächsten Aufnahmesession. Für euch in 2 Tagen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Guckt da gerne meinem Livestream vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Jeden Sonntag um 15 Uhr streame ich. Bin jetzt erstmal raus und sag bis dahin. Tschüss.